Wir testen das Einkaufen der Zukunft des Kioskunternehmens Valora. In den Laden am Zürcher Hauptbahnhof kommt man nur mit einer Handy-App und per QR-Code. Zuvor musste die Kreditkartennummer eingegeben werden und die ID gescannt. Auch das Einkaufen funktioniert ausschließlich mit dem Mobiltelefon per Produktescan. Valora verkauft im Laden vor allem frische Esswaren und Lebensmittel für den täglichen Bedarf. Auch Zigaretten, aber keinen Alkohol. Bezahlt wird ebenfalls per Handy. Schnell soll es gehen, das Einkaufen in diesem Laden, sagt Valora-Chef Michael Müller. Doch schnell könnte der Laden auch von Dieben ausgeräumt sein, oder nicht? Wir setzen Kamerasysteme ein, wir haben den Registrierungsprozess, den Ladenschlüssel, den wir übergeben. Und mit dem Ladenschlüssel setzen wir auch aufs Vertrauen, dass die Kunden die Einladung, den Laden zu benutzen, nicht missbrauchen. Auch das ist nicht grundsätzlich anders als im stationären Handel. Solche Ladenkonzepte haben Zukunft, findet der Trendforscher David Bosshardt vom Gottlieb-Duttweiler-Institut. Es ist Zukunft in erster Linie in den urbanen Lagen, wo sehr hohe Frequenzen hat. Auf dem Land wird das vermutlich ein bisschen später kommen. Ich kann mir aber vorstellen, dass dort auch wiederum aus Kostengründen solche Läden kommen werden, gerade in Orten, wo es sonst keinen Laden mehr hätte. Der Laden ist im Testbetrieb unter der Woche 20 Stunden täglich geöffnet. Am Wochenende rund um die Uhr. Personal ist nur zu Stoßzeiten im Laden, vor allem um die Regale aufzufüllen. Anne Rubin von der Gewerkschaft Unia findet, das sei keine rosige Zukunft für die Angestellten. Wir befürchten den Verlust von noch mehr Arbeitsplätzen in dem Detailhandel. Wir befürchten auch prekäre Arbeitsbedingungen, ein paar Stunden am Morgen, ein paar Stunden am Abend und das Ganze mit sehr tiefen Pensen. Und das reicht niemals, um davon zu leben. Wir werden natürlich selbstverständlich auch die Planung, Einsatzplanung von unseren Mitarbeitern dem, anpassen, in einer Art und Weise, wo wir weiterhin können attraktive Arbeitsplätze anbieten können, um in diesem Wettbewerb können zu bestehen. Es braucht weniger Personal. Gleichzeitig gibt es aber eine Verlagerung, vor allem auf die Auslieferung. Man sieht, im Transportbereich und im Auslieferungsbereich braucht es dann mehr Personal. Allerdings muss man auch sehen, dass es sehr undankbar ist, wenn Sie morgen um 2 oder am Morgen um 4 oder am Abend um 10 oder um 11 noch in so einer Convenience Store verkaufen. Neue Aufgaben für die Angestellten also. Die Gewerkschaft Unia fordert von Valora entsprechende Aus- und Weiterbildungsangebote. Es braucht einfach eine soziale Digitalisierung, wo das Mensch im Zentrum steht. Noch weiter in der Entwicklung des Ladens der Zukunft ist der Online-Handelskonzern Amazon. In einem Laden in Seattle muss der Kunde keine Produkte mehr scannen. Er wird von unzähligen Kameras beobachtet, sein Einkauf wird registriert und er muss deshalb auch nicht selber auschecken. Der Amazon-Gegenspieler Alibaba bietet seinen Kunden in China etwas Ähnliches und die Bezahlung geschieht mit automatischer Gesichtserkennung. Auch Valora will noch weitergehen. Mit der Technologie eines kalifornischen Tech-Startups will man das Bezahlen noch mehr automatisieren, mit künstlicher Intelligenz und Sensortechnologie. Hier die Präsentation an einer Detailhandelsmesse in New York. Noch in diesem Jahr soll dieses Konzept in der Schweiz in Betrieb gehen. Ob das kommt und wie schnell, hängt davon ab, wie hoch die soziale Akzeptanz bei uns ist. Ich denke, das geht bei uns länger. China, denke ich, sind wir noch mal 2 Jahre, 3 Jahre voraus. Aber bei uns ist es, denke ich, zu Recht auch immer ein Prozess. Brauchen wir das? Wollen wir das? Aber es ist klar, ein Detailhändler ist im Wettbewerb, der muss experimentieren. Im Moment ist es vor allem Ankündigung. Ein Test. Der erste dauerhafte kassenlose Laden von Valora soll demnächst im zürcherischen Wetzikon stehen. Er wartet aber noch auf die Baubewilligung.